Hallo und herzlich willkommen, hier ist Defro und herzlich willkommen, meine wundervollen, freundlichen und netten Zuschauer. Wir haben heute Weihnachten und ich wünsche euch ein frohes Fest und hoffe, ihr habt eine schöne Zeit. Und anlässlich dieses besonderen Tages dachte ich, ich hau nochmal ein besonderes Video raus. Und zwar spielen wir, wie ihr den Titel sicher entnehmen konntet, 13. Ein Spiel, was auf jeden Fall auch wieder so ungefähr ähnlich alt ist wie Mafia, der erste Teil. Und es hat ein Remake bekommen. Und das ist ein ganz besonderes Spiel, auch für mich irgendwie. Weil ich als Kind, ich weiß nicht genau, mit 15 habe ich das, glaube ich, das letzte Mal gespielt wahrscheinlich. Und das ist ein Spiel, was mich aber nachhaltig immer noch irgendwie festgehalten hat. Also es hat mich nie wirklich losgelassen, dieses Spiel. Ich habe das damals übertrieben viel gespielt. Mit meinen Geschwistern zusammen haben wir das im Multiplayer Splitscreen. Man konnte Bots hinzufügen. Wir haben das die ganze Zeit gespielt. Mein Bruder erwähnt das immer noch irgendwie und meint, ja, ich habe mir ein Let's Play davon angeguckt, ich habe mir das selber gekauft und irgendwie ist es echt ein krasses Spiel für mich gewesen. Und ich dachte, wir gönnen uns mal den Remake davon. Das wurde irgendwie vor 2-3 Jahren geremaked und hat am Anfang, es war in relativ schlechten Zustand und es hat übertrieben schlechte Reviews bekommen. Aber die Entwickler haben nach 1 Jahr oder 1,5 Jahren ungefähr, haben die das ganze Spiel nochmal überarbeitet, als Update rausgebracht. Und das ziehen wir uns doch jetzt rein. Ich würde sagen, ich bin gespannt. Wie gesagt, ich habe das mit 15 das letzte Mal gespielt. Aber es ist ein sehr geiles Spiel. Ich dachte, zu Weihnachten jetzt nochmal irgendwie sowas Besonderes. Neben den anderen Let's Plays, die ich jetzt gerade laufen habe. So, ich würde sagen, wir starten. Ich bin mega gespannt. Also, übertriebenes Nostalgie-Feeling bei dem Spiel auf jeden Fall. Und ich dachte, das ist vielleicht auch nochmal ein bisschen abwechslungsreich. So, wir haben jetzt Schleichspiele schon einige auf dem Channel. Ich will 13. Wir machen aber Agent, das ist wahrscheinlich so normal, ne? Ja. Let's go. Sind Ihre Sesselfurzer vom FBI in der Lage, die Mörder von Sheridan zu fassen, Colonel Amos? Ich bezweifle es. Behalten Sie Ihre Meinung für sich, General Carrington. Wie Sie wissen, können wir ohne Beweise keine Untersuchung führen. Niemand kann mich davon abhalten, meine eigene Nachforschung anzustellen. Verstehen Sie, Amos? Niemand!
Nummer 13 wird nicht mehr lange ein Problem sein. Meine Herren, die Operationen können beginnen. Janet, ich habe meine Runde beendet. Brauchst du mich noch ein Detektor? Gänsehaut. Okay, kehre zur Zentrale zurück. Scheint ein ruhiger Tag zu werden heute, was? Hast du heute Morgen das Meer gesehen? Hey, Moment. Musik auch. Ich rufe zurück. So, können Sie mich hören? Sieht nach einer Schussverletzung aus. Können Sie Ihre Beine bewegen? Ich kann mich an nichts erinnern. Schaffen Sie es bis zum Pickup? Ja, ich schaffe es. Okay. So, eine Sache noch. Ihr habt ja bestimmt diese Tätowierung eben gesehen. Ich hab mir, zeig euch das einmal, das habe ich mir tätowieren lassen. Weil das Spiel halt wirklich, ja, ich weiß nicht genau, warum das so ist. Ich vermute, das ist eins der ersten Ego-Shooter, die ich so richtig gespielt habe. Dadurch hat das irgendwie nochmal, das war irgendwie total das Hype-Spiel für mich damals. Oh, ich freue mich mega. Ich will auch nicht zu viel von der Story verraten, weil ich kenne das natürlich aus dem FF. Hä? Der Helikopter. Ich erinnere mich. Aber die Story ist sehr geil. Sehr, sehr geile Story. Wir haben dich entdeckt. Raus aus dem Boot. Sofort. Kim hier. Hörst du mich? Durchsucht alle Kabinen. Achso, wir können uns gar nicht bewegen, ne? Können Sie mich hören? Ich werde Sie zum Rettungsposten begleiten. Versuchen Sie zu gehen. Ich versuche es, so gut ich kann. Vorsicht! Verdammt! Aber ist ja auch klar, wenn er angeschossen worden ist. Helen, ich bin's, Janet. Ich habe gerade einen Verletzten am Strand von Brighton aufgelesen. Er hat keine Papiere und kann sich an nichts erinnern. Ich würde ihn gerne scannen. Hast du Zeit? Eine Stunde? Hä? Können Sie sich immer noch nicht erinnern? Ich habe diesen Schlüssel in Ihrer Tasche gefunden. Sagt Ihnen die Winslow Bank etwas? Nope. Hier, bitte. Wer ist da? Oh nein. Jetzt geht der Scheiß los. Die Musik ist auch cool. Hallo? Ja, schlechter Moment. Sag mal gut, dass wir das Ziel erfasst haben. Ich melde mich, wenn wir... Kommt her, Jungs. Und ich bin eine Waffe. Alarm! Vielleicht noch ein bisschen... Minimals. Nur ganz klein wenig. Ja, das reicht mir.
Okay. Was machst du denn da? Habe ich gar nicht mehr in Erinnerung gehabt, dass man schon so viele Waffen am Anfang bekommt. Hauen wir mal ab. Ich mache dieses Mal nicht ganz so eine lange Folge, weil ich das ja noch verarbeiten muss, sodass ihr das heute noch zu Gesicht bekommt. Ich denke so 45 Minuten hatte ich so mehr. Das ist halt auch so comic-mäßig, ne? Super geil gemacht. Okay. Ja. Wie man nicht das machen sollte. Ach so, dieses hier. Man kann die Leichen auch. Stimmt, das habe ich auch schon wieder ganz vergessen. Und es gibt Collectibles, haben die jetzt hier eingebaut. Krass. Okay. Hätte ich das vorher gewusst? Na gut. Jetzt ist es, wie es ist. Vielleicht ist das auch das erste gewesen, wer weiß. Geht's jetzt weiter? Ich denke, eine Mission schaffen wir bestimmt noch. Oh nein, die Arme. Ich hätte gar nichts damit zu tun. Slow bang. Hi. Mr. Roland? Es ist so lange her. Ich nehme an, Sie möchten an Ihr Schließfach. Ja. Dürfte ich Ihren Schlüssel haben, bitte? Hier, bitte. Folgen Sie mir bitte. Natürlich, natürlich.
Hallo. Jetzt kommen Sie schon, Sie Lahmarsch. Wie Sie feststellen können, haben wir unser Sicherheitssystem verbessert. Ja, ja. Nicht schlecht. Heutzutage kann man nicht vorsichtig genug sein, nicht wahr? Ja, das stimmt. Da haben Sie natürlich recht. Let's go, Mann. Ein viel beschäftigter Mann. Hallo, James. Mr. Rowland möchte an sein Schließfach. Guten Tag, Mr. Rowland. Hallo. Es befindet sich immer noch am Ende des... Danke, dass Sie mir das nochmal sagen. Bin nämlich ein wenig vergesslich geworden. Ist klar, ne? Er hat Amnesie, er weiß nichts mehr. Das Einzige, was er... Sie mich, wenn Sie hinaus möchten. Ich weiß nicht, ob er es weiß, aber Sie nennen ihn halt alle 13. Dieser Schlüssel jetzt. Ja, bleib einfach dran. Bleib einfach bei der Bombe stehen. Carrington hatte recht. Sie haben angebissen. Sie hat eine andere Frisur bekommen, glaube ich. Schau dir die Beweise an. 20 würde töten, um sie in die Hände zu bekommen. Wir werden sie alle dran kriegen. Von Nummer 20 bis Nummer 1. Und der Einsatz auf diesem seltsamen Boot? Geheim, was? Ist das wieder eine Idee von dieser Frau? An deiner Stelle wäre ich vorsichtig. Sie macht nur Ärger. Jetzt bin ich in meine eigene Falle getappt, weil ich es nicht mehr wusste. Anscheinend. Los, mach die Bombe scharf. Ist ja gut. Kannst du nicht arbeiten, dieser Druck. Müssen wir jetzt nicht die Beweise nehmen? Das wäre voll schlau gewesen, wenn du jetzt den Koffer genommen hättest. Toll. Nix, alles in Ordnung. Da ist nichts passiert. Ich bin in meine eigene Falle getappt. So sieht es nämlich aus. Aber bis jetzt finde ich, es ist echt nicht schlecht. Sieht sich ganz cool. Oh oh. Oh oh. Was soll das denn jetzt? Nichts von diesem Sicherheitssystem. Wie lässt man die Gitter herunter? Man kann eine Geisel nehmen, ne? Ja! Ich weiß auch nichts. Ich verstehe auch nichts von diesem Sicherheitssystem, um ehrlich zu sein. Schüsse? War es ihm ein Schuss, der noch gefallen ist? Ach ja, das kann man auch noch. Alarm! Baum! Alarm! Keine Panik. Bitte bleiben Sie ruhig. Wir können die doch jetzt nicht einfach ausschalten. Okay, doch. Okay, doch nicht. Ich wollte schon sagen. Wir können sie doch nicht ausschalten. Das sind doch nur... Klappe, Mann. Wie sollen wir den dann ausschalten? Wir haben hier noch nicht mal mehr einen Stuhl. Doch. Keine Panik. Bitte bleiben Sie ruhig. Au. Wir haben keine Schlüsselkarte. Nein. Das war nicht so schlau von dir, rückwärts hier durch die Gegend zu laufen. Naja. Ich will mich nicht beschweren. Wir haben uns gelegen. Sind Sie schwerhörig? Ich sagte, Nummer 13 ist noch am Leben. Informieren Sie Mongoose, er muss herkommen, sofort. Der weiß auch von uns. Ihr Schwachköpfe! Da, und da ist auch dieses komische Zeichen. Also jeden kleinen Scheiß erinnere ich jetzt auch nicht mehr, ne? Das ist klar. Alarm!
Bam, das Alarm kannst du ja sonst so hinkleben. Wir haben eine leichte Schutzweste. Hier war ja nichts mehr, ne? Hey, Moment mal. Nö, das war nur ein Telefon. Okay. Der Direktor. Wo zur Hölle steckt der? Irgendetwas auf deiner Seite? Nein! Oh. Auf dem Stuhl. Kann ich nicht arbeiten. Alarm! Bam! Deiner Seite, wo ist der? Da. No! Bam! Das hast du nicht gerechnet. Alter. Das ist gefährlich, Mann! Bam! Ist aber auch eine Maschine, ne? Macht die alle, da ist noch so eine Sammelfigur. Macht sie alle nur mit Stühlen fertig. Achso, hier kann man es durch. Ja. Und dann. Pow. Ah, dieser verfluchte Alarm. Wenn der Kerl eine Geisel nehmen würde, könnten wir dieses Mistding ausschalten. Dann nehmen wir mal eine Geisel. Zack. Alle bleiben ganz ruhig. Und niemand passiert was. Alarm. Alarm. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ey, 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 ich hab gesagt ruhig. Ja, besser ist. Ich hab einen ganz nervösen Zeigefinger jetzt gerade. Ey! Aua! Muss keinem was passieren. Aua! Wer ist das? Alarm! Es sind mehrere, brauchen Verstärkung. Hey, du, stehen bleiben! Weg mit der Waffe! Wo schießt du denn hin? Okay, eh um den Stuhl aufzuheben. Oh nein. Wir können doch nicht mehr nachladen. Wie können wir sie außer... Bam! Bam! Mit zwei Schlägen. So. Toll. Man kann nicht nachladen, wenn man eine Geisel hat. Auch ein nettes Detail auf jeden Fall. Oh, sogar einen schweren Helm. Alarm! Hey! Schon mal. Sieht alles so gleich aus. Hört auf, Alarm zu schreien. Okay. Und wie macht man den? Oh! Alarm! Was schockt? Was hier? Der hat keine Alternativen. Aber der Alternativmodus ist total geil. Hier können wir nicht hin und noch irgendwas. Hier, wir kommen nicht mal da an die Munition ran. Hier Zentrale, aufrufen.
Hey! Alle hier Wagen 5. Mein Team ist bereits vor Ort. Verstanden, Wagen 5. Bleib in Kontakt. FBI, lassen Sie Ihre Waffe fallen! Oh nein, nicht die Jungs vom Steve FBI. Rund. Ich verhafte Sie wegen Mordes an William Shep. An William Shep. Under arrest. Sie haben das Recht zu schweigen. Alles, was Sie von nun an sagen, kann vor Gericht gegen Sie verwendet werden. Sie haben das Recht. Das FBI interessiert sich aber nicht dafür, dass dort übertrieben viele Söldner rumgeballert haben. Auch wahr. Nicht viel wahrscheinlich. Es ist ein sehr altes Spiel. Ich weiß nicht genau, wie zeitlich, wie viel Story-Zeit da im Prinzip drin steckt. Ich glaube, das ist nicht so lang. Man sieht es ja, wir sind ja schon in der dritten Mission. Im Prinzip. Pusht man relativ gut durch. Was ist ja auch noch so der Anfang, der Intro. In Ihrer Aussage haben Sie behauptet, dass Sie sich nicht wie ein Killer fühlen. Beste Aussage. Rührend. Aber Sie werden verstehen, dass ich mich nicht mit Gefühlen zufrieden geben kann. Für mich zählen Beweise. Und die sind erdrückend. Emery, die Bilder bitte. Ich gestehe, ich war es. Schauen Sie sich dieses Foto an. Sehen Sie den Einschlag am Hinterkopf? Wo ist die Kugel Ihrer Meinung nach hergekommen? Der Einschlag nicht vorne? Dieses Gebäude dort. Sehen Sie? Es liegt genau in der Schüssel. Der Schüssel. Und wen haben wir hier? Nun, muss ich erst einen Spiegel besorgen? Oder wollen Sie endlich die Tat gestehen? Könnte auch ein böser Zwilling sein. Auf Leitung ab. Das hat, dass wir mal den Dialog also, abbrechen. Wo ist die Akte? Schlechte Nachrichten, Colonel Amos. Steve Rowlands Militärakte ist aus dem Pentagon verschwunden. Die Jungs dort bestätigen, dass ihr Mann vor 2 Jahren auf einer Mission in Mexiko getötet. Nun, dann haben wir eine kleine Überraschung. Tag abgestellt. Aber bevor wir ihre Auferstehung bekannt geben, Captain Rowland, werden wir... Was zum Teufel geht hier vor? Man weiß es nicht. Man munkelt. Hey, psst. Hallo. Nicht bewegen. Ich werde dich von den Handschellen... Schön, dich zu sehen, Steve. Das ist natürlich ein bisschen schade, dass der Dialog so oft abbricht am Ende. Und das letzte Wort dann nicht gesprochen wird. Was sollen wir machen? Das ist zwar nicht so schön, aber... Hör zu, Mongoose hat dich entdeckt. Wir treffen uns auf dem Dach. Und lass die FBI-Männer am Leben, okay? Ja. Die Frau aus der Bank. Sie haben ihr auf jeden Fall eine neue Frisur verpasst. Sie hatte eigentlich nach hinten gebundene Haare. Im ursprünglichen Spiel. Nimm mir schon mal einen Stuhl. Toll. Machst du Witze? Warte. Sie haben gerade die Tür hochgejagt, oder? Hm? Was? Haben die eine Ahnung, mit wem sie es zu tun haben? Au. Nein. Aber jetzt lassen Sie das. Versuch sie zu beschützen. Indem ich sie nicht umbringe. Oh, da ist noch einer.
krass, dass man in die ganzen Schränke reingucken kann. Aber ich glaube, das ging ursprünglich auch. Oh. Jetzt weiß ich nicht, wo ich lang soll. Entweder gehen wir hinten lang. Ich komme hier auch rein. Hier kann man sogar auch rein. Okay. Bam! Nimm das. Also ich denke, die Mission spielen wir auf jeden Fall noch zu Ende. Okay, das heißt, wir müssen hier lang. Wo geht denn der andere Weg hin? Hier war das, ne? Ach, hier hätten wir uns von... Ah, alles klar. Hier sind wir jetzt wieder hier. Wenn man richtig schlau gewesen wäre, hätte man sich durchsneaken können, aber das haben wir natürlich nicht gemacht. Das wäre zu einfach. Mein Gott, sie stürmen das Gebäude. Was wollen die? Keine Ahnung, aber sie haben einen Raketenwerfer. Hm. Und wenn nicht mit den... Okay. Und da leider nicht mit rein. Hofmesser. Nein, wir sollten die Position halten. Wow. Oh. Das ist schlecht. Jetzt hört auf, Alarm zu schreien. Ich würde gerne mal die AK probieren, ob wir da auch ein alternatives Feuer. Ne, haben wir leider nicht. Nur mit der 44er. Sollen wir denn da reinkommen? Einwurfmesser haben wir noch. Das bringt wahrscheinlich jetzt auch gar nichts mehr, weil alle schon tot sind, oder? Wir haben alle FBI-Leute umgebracht. Schweine. Wo ist der Kerl mit dem Tattoo? Wo ist das? Mann, was war das nur wegen den FBI-Typen? Weil mir auf vor die Füße gefallen ist. Alarm! Ob hier irgendwo noch eine Figur ist. Ich sammle doch so gerne Collectibles. Das wisst ihr doch. Naja. Den 40er Special ist schon cool. Ach nö. Ich will raus. Und der ist so langsam. Okay. Nee, ich glaube, hier ist nichts mehr. Ha! Nein. Ihr Mörder! Alternativmodus ist echt powerful. Natürlich liegt einfach von der AK.
Wo verstecken Sie den Verdächtigen? Bin ich verdächtig? Nein! Es hat auf einmal Alarm zu rufen! Also die 44er Spezial ist echt meine Lieblingswaffe bis jetzt. Weil der Alternativfeuermodus ist super OP. Oh. Wo sind wir denn jetzt lang? Alarm! Hier nicht. Hier kommen wir her. Achso. Zum Glück haben wir das Loch da reingesprengt. Wurfmesser. Shit. Alarm! Mit dem Wurfmesser hätten wir natürlich uns lautlos hier durchdingsen können. Der Zug ist wohl abgefahren. Vielleicht können wir da noch was rausholen. Alarm! Was? Alarm! Aua! Jetzt nicht, wo wir lang müssen. Pass auf, die Dielen sind morsch. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich nicht da lang. Und ich einmal dahin. Ja, okay. Ein großes Medikament. Können wir die auch irgendwie einsetzen? Ah, okay. Wow. Und dann laden wir mal unseren ganzen Waffenschrank hier nach. Warum sind da zwei? Können wir das doch irgendwie aus... Ist das ein Fehler vom Spiel? Nein, jetzt habe ich das verschwendet. Oder... Oh mein Gott. Das Licht blendet aber auch gar nicht gegen. Aua! Das ist so cool. Ich dachte, das kommt ja später im Spiel. Ich hatte gar nicht mehr in Erinnerung, dass es jetzt schon ist. Jetzt schon Akimbo spielen kann. Was ist hier drin? Nichts. Die werden doch nur wieder Alarm schreien. Ja, hoch. Alarm! Bam!
Okay, jetzt sind wir hier auf der anderen Seite. Alarm! Hört auf, immer Alarm zu rufen! Mann. Alter. Ganz ruhig. Bestimmt haben wir irgendwo eine Figur noch verpasst, aber... Ich will jetzt auch nicht zu akribisch danach suchen. Das FBI unterhält Geheimbüros in Brooklyn. Dort haben sie den Kerl hingebracht. Schnell! 110 Sterling Street! Okay. Hey, hier entlang. Wir müssen ja wenigstens noch das hier zu Ende spielen. Du scheinst dich nicht sonderlich zu freuen, mich wiederzusehen. Weiß nicht, wer sie sind. Du hast also die Wahrheit gesagt. Du hast wirklich das Gedächtnis verloren. Wer sind sie? Ich bin Major Jones, Ordonnanzoffizier von General Carrington. Fällt der Groschen? Carrington ist vor 3 Tagen verschwunden. Er hat eine eigene Untersuchung zum Mord an Präsident Sheridan geleitet. Er ist der Einzige, der deine Unschuld beweisen kann. Hier können wir nicht bleiben. Wir müssen über die Mauer. Los! Okay. Hier, nimm! Hier, nimm! Oh, und der Endhaken ist cool. Ich gehe zuerst. Das ist Batman-Shit. Zack! Jetzt du! Da habe ich kurz einen Schock bekommen. Wie geht denn das? Nochmal. Nee, so nicht. So nicht. Jetzt? Ah, okay. Falsche Taste. Oh, wie komplex das ist. Wenn wir mal darüber springen, vielleicht ist da irgendwas. Wow, wow. 13 ist gestorben. Es tut mir leid. Wie war das jetzt nochmal? Achso, hier einfach. Dann machen wir den. Anscheinend kann man da auch gar nicht rüber. Da oben ist ja auch nichts, nö. Oh, da ist ein Scharfschützengewehr. B-Stick. Macht keinen Sinn. Ah. Hallo. Ich warte auf den Anruf eines Informanten. Er weiß, wo Carrington festgehalten. Dort, mit dieser Frau. Ich fand ihre alte Frisur cooler. Die hatte so ein bisschen mehr Militär-Style im Stil. Das sieht so nach 70er Jahre aus. Sie sind außer Reichweite. Benutze das Zielfernrohr. Erst mal dran rumdrehen. Gar nicht erst durchgucken. Einfach erstmal ein bisschen rumdrehen. Wo sind die denn? Aua! Mann! Da! Au! Oh. Gute Arbeit! Ich geb mir Mühe.
Was ist da jetzt hier los? Kletter auf der anderen Seite runter. Ich gebe dir Deckung. Wo denn hier? Ich dachte, sie gibt mir Deckung. Das ist keine Deckung geben. Das ist eine ganz miese Nummer. Hä? Und jetzt läuft sie einfach weg? Mensch, Jones. Und wo sind meine ganzen Waffen von vorhin? Wo sind sie weg? Das verstehe ich alles nicht. Jones ist da hinten, das heißt, wir gehen hier mal reingucken. Hier. Zack! Man kann die Flaschen werfen, das ist schon mal gut zu wissen. BMG 50 ist das. Ist aber nicht sehr genau, glaube ich. Ich glaube, die Waffe ist ja so Dragunov-mäßig, aber die hat kein Kaliber 50. Nein, nein, das ist nicht akkurat. Warum kann man hier hoch? Wenn wir uns da... Nee. Jetzt soll nicht riskieren. Okay. So, jetzt nachdem ich hier ausgiebig alles überprüft habe, können wir hier rein. Ist alles frei. Gesichert. Ich würde gerne mal die Schrotflinte ausprobieren. Der Weg ist frei. Ich weiß nicht, ey, deine Calls. Den kann man doch nicht vertrauen. Jetzt bin ich misstrauisch, weil jemals du mir Deckung geben wolltest, da ist auch nichts draus geworden. Nimm Anlauf. Wow. Granaten. Können wir die werfen? Wann fliegt der in die Luft? Okay. Auch Cowboy sind nicht mehr das, was sie mal waren. Nee, das ist alles nicht mehr das, was sie mal waren, ne? Es ist einfach so. Hey. No. Oh oh. Warte, ich will jetzt die Mauer. Mann, das ist ein Scharfschütze. No. Ganz ruhig. Muss mich ja auch erstmal ein bisschen um. Das entscheide ich. Die pusht aber auch so durch. Jetzt keine Ruhe weg. Hey. Mein Hund rastet hier aus. Das finde ich auch zu cool mit dem Comic-Style. Das ist immer so Comic, wie im Comicbuch irgendwie. Das ist sehr cool. Vielleicht war es das auch, was mich damals so irgendwie so, was ich so cool fand. Und jetzt werden wir gleich wieder angegriffen, bestimmt.
Alter. Autsch. Ja, wie sind die denn da rausgekommen? Alarm! Ja, jetzt sagst du Alarm. Flippo. Ich muss nachladen. Muss doch irgendwo so eine komische. Hätten wir wahrscheinlich gut eine Granate reinschmeißen können im Laden. Muss doch irgendwo so eine Statue noch sein. Aber wir haben den Hund total wild gemacht jetzt. Und daher anscheinend nicht. Ja, auch nicht. Wo das Ding ausgebeult ist. Der ist hier reingeflogen. Alarm! Mist! Ich hätte dich nicht allein auf das Boot lassen sollen. Wie konntest du nur? Oh. Vielleicht sollten wir mal ein bisschen Heilung können. Haben wir noch irgendwas? Nee, wir haben gar keine mehr. Warte. Die AK ist eigentlich nicht so verkehrt. Jones, hören Sie mich? Ich habe die Information. Roger, ich höre. Carrington wurde von General Stanwell unter Arrest genommen. Er wird in Emerald festgehalten. Eine abgelegene Militärbasis in den Appalachen. Ich muss noch herausfinden, warum Stanwell Carrington vom Pentagon fernhalten möchte und... Er ist sich ganz sicher. Gib mir den Raketenwerfer. Oh nein. Ihr Psychos. Alter. Das ist keine gute Idee, sich dahinter zu verstecken. Kann ich mal kurz meinen Scharfschützen wieder rausholen? Aua! Okay. Noch irgendwer? Ein Fahrschein? Das Sicherheitssystem. Ich kann die Landebahn nicht erreichen. Ganz ruhig, ich will mich ja auch einmal kurz umgucken. Also vielleicht war irgendwo eine Statue, aber wir haben die. Sprich da. Achso. Aua. Ich hätte auch den Raketenwerfer gerne gehabt. Aber das ist wahrscheinlich zu viel. Na gut, das war's, glaube ich, dann auch von der Mission. Moment mal. Sie wird mal auch nicht ohne mich abhauen. Wir gehen jetzt nochmal hier hinten rein. Wenn hier keine Statue ist, dann weiß ich es auch nicht. Dann gibt es hier vielleicht keine. Zack. Ja, auch nirgends. Ja, okay, es gibt hier keine Statue, oder ich habe sie nicht gefunden. Es tut mir leid. Wir hauen jetzt hier ab. Mir reicht. Warum nicht? Warum denn nicht? Ich
weiß nicht warum. Na, vielleicht weil es zu auffällig ist mit dem Helikopter. 0600. Der Himmel ist komplett auf 12 Uhr. Kommt es oft vor, dass Sie sich Hubschrauber ausleihen? Du kannst dich ja wirklich an nichts erinnern. Also kannst dich ja wirklich nichts erinnern. Macht sie immer. Kommt sie jeden Tag zur Arbeit. Erstmal einen Helikopter klauen. Gut ist. Die Söldners. Vor allem mit so einem Kampfhelikopter. Das ist auch gar nicht doll. So. Dann würde ich sagen, war es das. Wir haben ja jetzt doch fast eine Stunde voll gemacht. Naja, ich werde mich gleich ransetzen, das zu verarbeiten. Das ist heute Abend irgendwann, denke ich mal, noch veröffentlicht wird. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, für mich mega krasses Spiel. Macht doch mega Laune irgendwie. Übertriebenes Nostalgie-Feeling. Und ich dachte, es ist nochmal ein bisschen actionlastiger auf jeden Fall, als so die anderen Spiele, die ich jetzt habe. Ja gut, oder falls für Leute der Horror auch vielleicht so ein bisschen nix ist. Okay, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ich sehe euch in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin, wie immer, habt eine schöne Zeit. Ciao.